Fall, wenn ich jetzt nichts Spannendes gucke, weil ich jetzt schon alleine bin im Dunkeln. Hallo, hallihallo, ich bin's wieder, eure Mario. Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Yay! Heute, Leute, haben wir mal wieder einen Tag in der Quarantäne und ich bin heute richtig motiviert für dieses Video, denn ich glaube, das kann richtig viel Spaß machen, denn ich dachte mir, ich mache einfach nochmal ein 24-Stunden-Video. Und das haben sich ganz viele irgendwie nochmal gewünscht. Und ihr wisst ja, ich mache nur 24-Stunden-Videos, die man auch wirklich schaffen kann. Also Challenges, wo es jetzt nicht unmöglich ist, zum Beispiel im Kleiderschrank oder so. Da dachte ich mir nur so, okay, alles klar. Aber wir werden heute 24 Stunden im Trommelwirbel Auto verbringen. Woo! Also, ich weiß nicht wieso, aber ich finde es auch sehr komisch. Aber ich weiß nicht, ich finde es im Auto irgendwie immer total gemütlich. Ich weiß es nicht, ich mag es total gerne, so im Auto zu sitzen, also zu fahren. Ich finde das super. Ja, und auf jeden Fall werde ich mir jetzt hier schon mal ein paar Sachen gleich mit runternehmen ins Auto. Ich kann euch mal zeigen, was ich jetzt alles gerade schon so gepackt habe. Ich fühle mich auch so ein bisschen für den Urlaub fahren. Das geht ja im Moment leider nicht. Ich zeige euch mal, was ich hier schon alles habe. Also einmal hier mein Bettzeug, da werde ich mir gleich gemütlich mitmachen, ein paar Kissen noch. Und dann habe ich hier meine Kuscheltiere, die habe ich irgendwie immer. Und hier, das zeige ich später erst, was da drin ist. Hier habe ich meine Schlafbrille, noch ein Kuscheltier. Mein Englischbuch, muss ich noch ein paar Aufgaben machen. Dann habe ich hier noch so ein Handlettering-Book, so ein Scrabble-Book sozusagen. Für ganz langweilige Zeit mein Laptop. Und meine Vlogging-Kamera mit Stativ, dann kann ich die aufstellen. Und hier kommt mein absolutes Highlight. Zum Auto verschönern. Das wird mein Papa sehr freuen. Ich glaube, er wird ausrasten vor Freude. Das zeige ich euch aber erst gleich. Und hier habe ich noch meine Kuhmann-Mappe. Die muss leider auch noch mit. Muss ich auch noch machen. So. Ich habe hier diese Mickey-Maus-Strandtasche, die ich zu Ostern von Max bekommen habe, mitgenommen. Hihi. Die fand ich ganz süß. Die passt so gut dafür jetzt. Oh, mein Handy werde ich auch noch einpacken. Und ich glaube, ich mache gleich ein paar coole TikToks im Auto. Ich glaube, es macht total Spaß, so Transition-TikToks zu machen, auch wenn ich null Transitions kann. Ja, egal. Aber lasst unbedingt mal einen dicken Daumen nach oben da, falls ihr 24-Stunden-Videos noch von mir sehen wollt. Und abonniert auch gerne meinen Kanal und aktiviert das Glöckchen. Dann könnt ihr kein weiteres Video mehr von mir verpassen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach direkt und bringen mal ein paar Sachen ins Auto. Bevor ich es vergesse. Ich nehme gleich auch noch was Essen mit, aber nicht so viel Süßes, weil ich habe heute Abend noch eine coole Überraschung geplant. Aber die sage ich ja später. Also, let's go ins Auto. So, schnappe ich mal den Autoschlüssel und los geht's. Let's go, ich freue mich. Nacht, wenn keiner guckt, dann setze ich das Auto ein bisschen zurück und dann fahren wir los. Irgendwo hin. Hallo, herzlich willkommen. So, ich bin jetzt startklar hier. Ich freue mich schon mega, ist mega gemütlich. Und wir haben jetzt 10.03 Uhr. Da könnt ihr es erkennen. Hallo, ich glaube, ihr könnt es erkennen. Und als erstes werde ich jetzt gleich ein paar TikToks machen. Ich habe nicht Lust auf TikToks. Ich mache erstmal so ein Transition-Ding, wo ich erstmal so zeige, was ich hier so habe. Lade ich aber, glaube ich, erst nach dem Video hoch, damit es noch nicht so ein Spoiler ist. Wie heißt dieser Song? Es gibt so einen Innen-Song, da singt er so I'm just a playdate for you. Oh, oh. Kennt ihr den? Ich muss den suchen. Es wird warm. Ich ziehe die Jacke aus. Muss mal eure Kamera ein bisschen höher machen. So, jetzt habe ich mich besser eingestellt. Dieser Moment, wenn man so auf der Autobahn ist und es einem viel zu warm wird und man die Jacke ausziehen muss und dann die ganze Zeit hinten piept. Piep, 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 wenn man sie abgeschnallt hat. Okay, mache ich jetzt zuerst. Eine Haare, ich hätte Haarbürste mitnehmen sollen.
habe ich mir irgendwie cooler vorgestellt. Ich glaube, ich noch so ein anderes. Oh, ja, das finde ich gut. Looking like a star, woo. Her name is Jenny, ooh. But you don't have no panic, woo. Bitte, arme Leute, die jetzt mit Kopfhörern was machen. Die denken sich, wer singt denn da so schrecklich? Ich glaube, ich stelle euch mal kurz woanders hin, damit ich gleich so das Auto filmen kann. Weil sonst seid ihr die ganze Zeit im Bild hier. Also wartet. Ich bin gleich wieder da. Okay, Leute, ich habe es geschafft. Woo! Ich habe jetzt ein paar TikToks gemacht. Kann ich mal was zeigen. Aber mit Tom müsst ihr euch das halt auf TikTok angucken. Vielleicht unten einmal ein, wie ich da heiße. Ich muss jetzt mich eben wieder einrichten, weil ich habe etwas umgebaut, um mein Handy aufzustellen. Die riechen schon so lecker. Aber ich habe gerade eben noch erst gefrühstückt. Jetzt habe ich noch gar keinen richtigen Appetit da drauf. Jetzt halte ich mir das noch bis gleich auf. Und genau, jetzt nach dem ganzen Fun-Stuff mache ich, glaube ich, jetzt erstmal was für die Schule. Und dafür muss ich mal an den Beifahrersitz, denn da sind meine Hefte. Oh mein Gott. Hab's gefunden. Ich muss hier. Wir haben gerade diese Green Week als Thema irgendwie. Und muss ich hier einmal diese Seite machen und noch eine Aufgabe von der Seite. Aber Workbook mache ich eigentlich ganz gerne in Englisch. Ich finde das besser als so im Buch, weil dann muss man nicht immer noch so was aufschreiben ins Heft immer so. Und hier kann man einfach was ausfüllen. Das finde ich irgendwie viel cooler. Und genau, das werde ich jetzt mal machen. One eternity later. So, Englisch und Kuman habe ich jetzt erledigt. Und jetzt kommt zum Teil des ganzen Videos. Da wird mein Vater ausrasten. Ich glaube, danach muss ich das ganze Auto putzen. Nämlich habe ich hier Trommelwirbel, Kreidestifte. Und mit diesen Kreidestiften werde ich jetzt mal alle Fenster anmalen. Ich liebe das. Kennt ihr das, wenn das so von innen so ein bisschen beschlagen ist, das Fenster, und dann mit dem Finger so drauf malt? Schon dabei rastet mein Papa immer aus. Marvin, nicht mit dem Finger. Das sieht man nachher. Aber jetzt habe ich hier so Kreidestifte und ich hoffe, ich kriege das nachher wieder ab, was müsste wieder abgehen. Und jetzt suche ich mir mal hier so ein paar Doodles raus im Internet, weil meistens kann ich besser abmalen, als auch frei aus dem Kopf malen. Wisst ihr, was ich meine? Ich muss mal gucken. Doodle. Ich habe jetzt hier diese Doodles mir ausgesucht. Ich male jetzt einen Papierflieger. So, ich kann es euch gleich auch nochmal genauer zeigen. Das wird super. Ja, Leute, das hier sollte ein Papierflieger werden. Ich glaube, da muss ich noch mal ein bisschen mehr üben. Das andere Fenster hat noch nichts, das wird jetzt bearbeitet. Leute, probiert das unbedingt mal aus. Das ist so cool, ey. Das macht so viel Spaß. Und so, dann chip, 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 chip. Auch wenn es bei mir jetzt nicht wunderschön aussieht, wie man sehen kann. Macht es trotzdem total Spaß. So, wir sollen jetzt hingehen nach L.A. Ja, okay, ich muss mal ins Gaspedal kommen, dann geht's gleich direkt los, meine Freunde. So, noch hier den Rückspiegel einstellen. Ich sehe alles super. Wirklich hier die Leute, die immer so scheiße fahren. Okay. Gott, wenn ich irgendwann ein Auto fahre, das wird super. Oh nein, ich habe hier ja diese Akkuhülle dran. Damit geht das nicht. Muss ich es woanders abstellen. So, ich habe jetzt Hunger und ich glaube, ich schreibe dem Papa mal eine WhatsApp, dass er mir das Essen machen kann. Hi, Papa. Okay, we wait. Er hat's gelesen. Schreibt immer noch. Er hat geschrieben was. Keine Ahnung, irgendwas. Okay, er sagt, er macht was. Okay, dann warte ich jetzt, okay. A few moments later. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich sehe die Herz nicht. Oh mein Gott. Hallo! So, fühlst du dich wohl im Auto? Ich fühle mich super wohl im Auto, vielen Dank. Ich bin schon am Ausmessen in deinem Zimmer für eine Sauna. Wenn du jetzt im Auto wohnst, ist das ja frei, ne? Das ist gemein! Dankeschön! Ich hab's nicht gesehen.
geht zehnmal dran vorbei und sieht nicht die Herzchen. Aber ich habe jetzt hier Pancakes, meine Wasserflasche, Äpfelchen und einen Joghurt. Und da bin ich. Hi. Macht gerade TikToks beim Essen. Super. So, ich habe jetzt gerade noch ein bisschen gechillt und hier ein bisschen gedöst. Und jetzt habe ich hier die ganze Zeit den Zauberwürfel. Wo ist er hin? Hier. Und ich probiere den die ganze Zeit und ich schaffe noch nicht mal eine Seite. Ich probiere hier, bin bei Gelb gerade. Und ich bin einfach zu doof dafür, glaube ich. Stimmt euch immer ab, wenn ihr den Zauberwürfel kennt, könnt. Ich kann den nicht, mein Bruder kann den. Aber er will mir den nie machen. Manu. Deshalb muss ich mir jetzt mal so ein Tutorial bei YouTube angucken. Und jetzt kommt mir hier mal eine Snackkiste drin. Was wir hier haben? Hallo? Oreos. Oreos. Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Mir ist jetzt langweilig. Habe ich schon alles gemacht. Ich mal jetzt hier in meinem Kratzbuch meine Schuhe mal wieder anziehen. Hier meine Kartoffeln. Meine Füße sind kalt. Ich habe hier so ein Hand-Lettering-Kratzbuch. Da freut mein Papa sich auch, wenn hier alles voller dieser Scribble-Dinger ist. Ich habe das mal die ganze Zeit auf dem Urlaub nach Italien gemacht. Also auf dem Urlaub. In der Autofahrt nach Italien hatte ich noch kein Handy oder alles oder sowas. Und dann habe ich mir einfach immer so ein Buch hier gekauft und dann habe ich da die ganze Zeit drin gemalt und nach ganzer Zeit war dieses ganze Auto einfach voller dieser schwarzen Dinger und dann mussten wir erstmal das Auto aussaugen, als wir wieder zu Hause waren. Hab Durst, muss man was trinken. Achtung, ASMR. Ich habe mir das mehr vorgestellt, aber egal. Oh mein Gott, Leute! Endlich passiert jetzt was! Endlich! Wir haben jetzt 18.15 Uhr und es ist das erste Mal, dass wir mit dem Auto endlich fahren. Wir fahren jetzt mal zu McDrive! Yay! Ich freue mich richtig auf das Leckeres jetzt, denn ich fühle mich total öselig, die ganze Zeit im Auto hier zu hängen. Und draußen ist das schönste Wetter und ich sitze hier drinnen. Ja, super. Aber jetzt werden wir fahren. Am liebsten würde ich selbst fahren, aber ich habe da keinen Führerschein. Manu. Wollen wir mal zu essen holen? Oh. Was? Hast du meine Scheibe angemalt? Jetzt wird noch geputzt. Ja. Yeah, wir fahren endlich los. Boah, endlich sehe ich mal irgendwas anderes als die ganze Zeit nur diese Garage. Ah, oh, es tut so gut zu fahren. Boah, ist das eine lange Schlange, Leute. Was macht ihr alle hier? Ich komme mal gerade Ihre Bestellung, bitte. Hallo, ich hätte gerne zwei kleine Pommes. Ja. Eine mittlere Pommes. Ein Big. Ja. Ein Big Mac. Ja. Ein Mac Sunday Schoko. Mhm. Und ein Veggie Burger. Wir haben nur noch den Big Vegan Fiesta. Ja, den nehme ich dann. Ja, auch für den noch etwas? Nee, das war's, danke. Tada! Mein Mac Sunday. Ich liebe Mac Sunday. Na, wollt ihr mal probieren? Yum, 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 yum. Ich esse mal mit Pommes zusammen. Fragt einfach nicht warum, bitte. So, meine Freunde, hier habe ich eine kleine Pommes. Die tue ich mal lieber weiter da rein. Ich lege die mir gleich woanders hin. Und hier kommt mein Veggie Burger. Oh, das sieht voll lecker aus. Guck mal. Yummy. Aha, ich fand, der sieht richtig gut aus. Also, da freue ich mich jetzt drauf. Ah, es meldet. Und ja, jetzt muss ich den Rest leider abgeben. Ich muss alleine hier essen. Ah, Single. Ah, Single. Oh Gott, vergesst einfach, was ich gesagt habe. So, ich bin jetzt hier gerade schon in meinem Bettchen. Ich habe mir hier gemütlich gemacht. Guckt mal, ich zeige euch das hier. Seht ihr, da sind meine ganzen Kissen. Und ich habe jetzt gerade WhatsApp geschrieben, meiner Mama, die soll mir mal eine Lichterkette auftreiben. Denn ich wollte es mir hier noch ein bisschen gemütlich machen. Wenn schon, denn schon, Leute. Das ist mein Motto hier. Und es macht eigentlich richtig Spaß, um auch zu campen sozusagen. Meine Kamera fällt schon wieder hier um. Ich nehme jetzt einfach mal in die Hand. Und ich finde das super aufregend, irgendwie so alleine im Auto zu schlafen. Wie gesagt, ich wollte eigentlich, dass der Maxi herkommt, aber now I'm alone. Oh, hier Licht an. Oh Gott. Oh, Licht ist an. Oh.
Und ja, jetzt bin ich hier völlig allein im Auto. Aber gut, ich freue mich mega. Ich mache mir jetzt meinen Zopf. Ich habe hier schon mein Haargummi. Das ist und mache mir dann hier gemütlich und gucke noch einen Film oder so. Und da kommt meine Lichterkette. Tada, hier sind meine Lichterketten. Einmal hier und einmal hier hängt noch so eine bunte, die ist hier gefallen. Hallo. So. Und oh mein Gott, Leute, das war gerade so unglaublich peinlich. Da kamen gerade so ein paar Leute vorbei und dann haben die hier reingeguckt. Und ich hoffe, die haben einfach nicht durch die getönten Scheiben meine Lichterketten gesehen. Weil die haben auch so ein bisschen komisch geguckt. Ich kann die ja sehen. Oh Gott, das war so peinlich. Ich habe mich direkt so hingelegt. So, ich bin hier nicht drin, ich war's nicht. Und jetzt gucke ich mal, ob ich den Cinderella-Film finde. Auf jeden Fall werde ich jetzt nichts Spannendes gucken, weil ich hier schon alleine bin im Dunkeln. Ich glaube, das ist auch ein bisschen spannend. Ich finde eigentlich alles spannend. Wartet mal. Ich gucke lieber Zeichentrick. Das finde ich nie so spannend. Ice Age. Das kann ich gucken. Ice Age ist nicht spannend. Schnacke ich jetzt mich mal hier ein und gucke den Film. Übrigens haben wir jetzt 21.20 Uhr. Da könnt ihr es erkennen. Stell bitte Scharfkamera auf mein Handy. Da. 21.20 Uhr. Und, genau, ich will mich jetzt hier einschnuckeln. Yay. Oh mein Gott, Leute, ich bin jetzt so müde und es ist auch total kalt hier geworden. Ich habe mich schon voll zugedeckt hier und ich habe jetzt schon ein bisschen Schiss irgendwie, dass ich überhaupt gar nicht schlafen kann. Ich hoffe, ich schlafe jetzt einfach ein paar Stunden und ja, aber ich habe schon ein bisschen Schiss. Ich bin meistens so ein Schisshase, aber ich hoffe, ich werde cool heute. Ja, ich werde gleich meine Lichter hier ausmachen. Ich habe hier meine Taschenlampe schon, weil es einfach sonst viel zu dunkel wäre für die Kamera. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich morgen, wenn ich keinen Entführer holen kommt. Ich habe Angst. Bis morgen, Leute. Wünsche mir Glück. Day 2. Guten Morgen, Leute. Oh, ich bin auch so müde, aber ich bin jetzt gerade eben aufgewacht. Wir haben jetzt, warte, ich guck mal nach, 9:53 Uhr. Ich habe übrigens ein neues Hintergrundbild von Harry Potter. Und das habe ich mir gestern Abend noch gemacht. Und ich habe schon meine Haare aufgemacht und eigentlich ganz gut geschlafen, überraschenderweise, weil draußen war es heute Nacht eigentlich ganz ruhig und ich fand es total gemütlich hier. Nur einmal heute Morgen, da kam der UPS-Wagen. Ich dachte mir so, oh Gott, hoffentlich sieht er mich jetzt hier nicht drin. Ich so unter meiner Decke, ich bin hier nicht drin. Und ich habe den zwar gesehen, aber ich glaube, er hat mich nicht zum Glück gesehen. Das wäre ja sonst ziemlich panisch gewesen. Aber gut, ja, jetzt werde ich, glaube ich, einfach mal die Tür aufmachen und reingehen, weil meine Challenge ist jetzt eigentlich schon geschafft, weil ich bin ja gestern um 10 reingegangen und wir haben jetzt schon 10 und ja, finde ich mega cool. Ich habe es geschafft. Yes! Woo, 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 woo. Ich freue mich jetzt auch auf eine Dusche. Ich fühle mich so ein bisschen öselig so. Aber warte, Shot of the Day noch. Ein Momentchen. Ich hätte jetzt irgendwie auch voll Bock noch in den Urlaub zu fahren. Es ist gerade so gemütlich hier drin. Aber es geht im Moment nicht. Hier. Von Playmobil Stories. Sie hat geschrieben, wie immer, tolles Video. Du bist ein toller Mensch. Hab dich lieb. Kannst du mir ein Herz geben? Vielleicht mir und vielleicht mein Insta auf mavi.fan07 vorbeischauen. Wäre dann so happy darüber. Hab dich lieb. Wir hoffen, kannst du mich bitte mal grüßen. Heiße Marie. Ja, danke Marie für diesen lieben Kommentar. Auf Instagram schaue ich bei dir auch mal vorbei. Und ganz viele Grüße gehen raus an dich, Marie. Und ja, jetzt gehen auch Grüße raus an meine Frühstück, die ich gleich verspeisen werde. Let's go. 3, 2, 1. Oh, frische Luft. Ich hab's geschafft. Frische Luft. Ja, Leute, ich hab's endlich geschafft. Ich freue mich jetzt so. Und ich gehe jetzt gleich mal rein. Es ist kalt. Und ihr könnt mal einen dicken Daumen nach oben da lassen, falls euch wieder gefallen hat. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen unterhalten, wie ich da 24 Stunden im Auto war. Und ja, Leute, abonniert doch meinen Kanal, damit ihr kein weiteres mehr von mir verpasst. Und jetzt gehe ich duschen. Tschüss!